Es gibt wieder einen kleinen Baufortschritt bei uns im Tiny House und zwar dieses Mal an unserem Küchenpodest hin zum Wohnzimmer. Wir haben nämlich in der vergangenen Woche endlich, seit gefühlt einem Jahr, die Schubladenfronten gebaut, als auch einen kleinen Tritt mit integriertem Stauraum. Und wie uns das Ganze gelungen ist, was wir dabei beachtet haben, das erzählen wir euch in dem heutigen Video. Wir sind übrigens Ilan noch hinter der Kamera und Anja. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ganz kurz, was war uns wichtig bei diesem Projekt? Diesmal gar nicht so viel. Es sollte eigentlich ein schöner, klarer Übergang zwischen Küche und Wohnzimmer werden. Es hatte uns wirklich, ich schätze sogar, dass es schon ein Jahr war, so gestört, dass die Schubladen noch keine Front haben. Wir hatten damals in Detmold ja auch unsere Schubladen gebaut und verleimt. Wir verlinken euch das gerne nochmal, wenn ihr das Video noch nicht kennt. Und uns war es einfach wichtig, dass wir nicht zu verschnörkelt arbeiten, dass wir natürlich leicht arbeiten, deshalb auch wieder die kompletten Arbeiten mit Palovnia-Holz und dass unser Tritt zusätzlich auch Stauraum bietet. Ich habe den Tritt jetzt mal weggeschoben. So können wir euch mal die Schubladenfronten zeigen. Es ist so, dass unser Podest, und das ist mir dann beim Abmessen aufgefallen, einen Versatz hat bzw. schräg ist. Und zwar von rechts nach links haben wir hier einen Versatz von über einem halben Zentimeter. Und somit ist auch jede Schublade unterschiedlich breit, also hoch, und unterschiedlich lang. Wir mussten uns auf eine Höhe einigen und zwar einfach nur wichtig, dass diese Abschlussleiste nicht verdeckt wird. Wir hatten es nämlich einmal so hoch und es hat uns nicht so gut gefallen. Somit kommen wir jetzt genau unter, wenn ich das jetzt schließe, genau unter diese Abschlussleiste. Und natürlich ist wichtig auch, dass auch wenn alle Fronten unterschiedlich hoch sind, dass die natürlich rein optisch, dass das optisch nicht auffällt. Also dass die optisch auch wirklich sauber abschließen. Das heißt, es musste einige Male nachgebessert werden, korrigiert werden. Ich habe das nicht gefilmt, jedenfalls nicht jeden Bauprozess gefilmt. Ich habe mich da irgendwie in meine Hörbücher reingestürzt und war in meinem Element, als Anja arbeiten war. Wir hatten damals in Detmold entschieden, jetzt habe ich die fast nicht bekommen, wir haben damals in Detmold entschieden, dass die Treppe wirklich nur hier verlaufen sollte. Also nur in dem im rechten Bereich des Podests, also dass wir hier einen Aufgang planen. Daher hatten wir hier auch bereits eine Front verleimt mit der Schublade. Das heißt, die war bereits verleimt, die ist also wirklich, wirklich fest. Die hatte jetzt auch genug Zeit zu trocknen. Wir sprechen hier von über einem Jahr. Das haben wir bei den anderen beiden Schubladen nicht gemacht, weil wir dachten, wir werden die Schubladenfront auch gleich mit der Schublade oder mit dem Korpus der Schublade verleimen. Daher war dieses Brett nicht vorhanden. Das haben wir jetzt im Nachhinein verschrauben müssen. Palovnia-Holz ist zwar ein sehr stabiles Holz, auch sehr dünne Hölzer sind äußerst stabil und elastisch, aber was es gar nicht ab kann, ist, wenn man eine Schraube in die Stirnseite des Holzes bohrt. Gerade wenn man nicht so viel Holzfläche zur Verfügung hat. Somit mussten wir jetzt hier diese Klötzchen installieren, haben sie quasi von unten verschraubt, sodass wir hier auch wirklich Halt haben, um dann die Front eben von vorne zu verschrauben. Warum sind wir so vorgegangen? Warum haben wir nicht einfach verleimt, wie es eigentlich der Plan war? Da wir hier so unterschiedliche Höhen haben, war es uns gar nicht möglich, das perfekt auszumessen, sondern die einzige Möglichkeit, die wir hatten, ist, dass wir hier mit zwei, jetzt sehe ich die Muster nicht, doch hier sind sie, mit zwei dieser Muster arbeiten mussten. Das sind nämlich genau 2 mm, die haben wir hier runtergesetzt, damit wir auch wirklich wussten, dass wir genug Abstand haben zum Fußboden. Beim Verleimen hätten wir nur eine Chance gehabt und das wäre es dann. Und so haben wir dann uns eben für das Verschrauben entschieden und das ging dann eben nur, wenn die Schublade auch wirklich sitzt und wir dann von hinten bzw. vom Nebenraum die Schrauben setzen. Zumindest zwei, sodass die Front schon mal hält. Das ist wirklich nicht so wichtig. Jetzt. So, hast du unsere Schublade auch im Blick? Mhm. Wir dann im Nachhinein eben noch mal weitere Schrauben setzen können. Kommen wir also zum letzten Punkt, was diese Schubladen betrifft. Hier kommt eine Leiste hin, weil wir gemerkt haben im Nachhinein, dass diese Steckdose auf jeden Fall ein Hindernis werden könnte für die Schublade. Das ist auch nochmal ein Thema für sich. Da gehen wir gleich nochmal etwas näher drauf ein, wenn es um den Tritt geht. Ihr seht das schon, jetzt kollidieren wir auch nicht mehr mit der Steckdose.
Das war vorher anders. Somit musste dann auch alles nochmal neu berechnet werden, beziehungsweise wir haben dann eben mit diesen 1 mm Plättchen hier gearbeitet, sodass wir zumindest diese 1 mm einhalten konnten. Hier ist es jetzt etwas mehr geworden. Das heißt, wir werden dann die linke und letzte Schublade hier noch etwas runterschleifen müssen, weil hier passt es nicht mehr ganz. Die Schublade sollten wir niemals von oben öffnen, gerade wenn sie beladen ist. Jetzt ist sie ja noch sehr leicht, sondern eher tendenziell hier unten und im besten Fall noch hinter dem Tritt verschwinden. Ich habe also gedacht, na klar, die Fronten, die haben alle die gleichen Maße, die sind alle gleich breit. Ich habe mich schon mal an dieser Front orientiert, Maß genommen und dann aber mit der dritten angefangen. Und wie ihr seht, habe ich natürlich nicht die Mitte getroffen des Bretts. Ich habe stundenlange Arbeit von Ilan zerstört. Ja, zerstört nicht. Ja, wir werden uns dann noch eine andere Variante überlegen. Also vielleicht machen wir das Loch dann ein bisschen größer, dass man auch reingreifen kann. Irgendwas werden wir uns dann noch überlegen, aber das war natürlich total ärgerlich. Hat uns aber natürlich auch beeinflusst und uns gezeigt, wie hoch soll genau der Tritt später werden von der Stufe. Was wollen wir dabei beachten? Denn grundsätzlich wollten wir Griffe integrieren, dass man die Schublade schön raus- und reinfahren kann, auch auf dieser Seite. Dann wären wir allerdings nicht mehr so flexibel mit dem Tritt. Ich lasse den Deckel jetzt erstmal noch weg. Wir zeigen euch jetzt mal, wie der Innenraum aussieht. Und zwar hatte Anja die tolle Idee, warum bauen wir nicht einfach eine Box oder eine Kiste quasi, wo wir dann auch zumindest nochmal Stauraum schaffen. Und das haben wir dann gemacht, beziehungsweise als Anja arbeiten war, habe ich das so zugesägt, dass wir hier zwei Wände haben, zwei Paulownia-Wände. Der Tritt erstreckt sich also über zwei Schubladenfronten. Das war ursprünglich ja nicht der Plan. Das haben wir also geändert. Das finde ich auch sehr wichtig, weil wir so den Raum besser integrieren können, also die Küche besser integrieren können in den Raum. Und sie ist einfach von jeder Seite, auch zwei Personen können gleichzeitig mal hoch oder runter laufen. Sie ist also immer erreichbar, die Küche. Und das fand ich einfach sehr wichtig, oder wir. Es hält dann so zusammen, dass wir hier unten zwei harte Sperrholzplatten haben, die an und für sich schon, das sind Resthölzer, deshalb habe ich hier noch diesen Bruch, dass die Platte an sich bzw. die beiden Wände so schon mal halten. Also sie stehen, sie standen schon mal und das Einzige, worum es dann ging, ist diese zu verstärken. Also hier ist eine Verstärkung, da unten ist noch eine Verstärkung, hier in der Mitte noch eine. Und die Seiten bringen natürlich auch nochmal Stabilität. Es ist ja im Grunde so, dass wir wirklich nicht so viel Fläche haben. Wir haben auch noch kein Sofa hier stehen. Wie viel Fläche entnehme ich jetzt dem Wohnzimmer für einen anständigen Tritt, ja, den ich auch mal runterlaufen kann? Das ist ja auch mal so ein Thema. Ne? Kann ich denn hier auch vorwärts runterlaufen? Wichtig war, dass diese Schublade öffnen kann und wir noch den Tritt öffnen, also den Deckel öffnen können, ohne mit der Steckdose zu kollidieren. Was auch immer hier Platz finden wird, das soll schnell zugänglich sein. Man will ohne großen Aufwand die Klappe öffnen und auch schließen. Wenn wir schon den Deckel öffnen, wäre es auch schön, wenn er oben bleibt und nicht immer wieder zufällt. Gerade wenn man hier ein bisschen rumsortieren möchte. Und haben uns dann Schraubscharniere bestellt online. Die sind auch gestern erst angekommen. Wir haben an zwei Probehölzern, da hinten liegen noch unsere zerlöcherten Hölzer, haben an Probehölzern eben ausprobiert, Mensch, wie kann ich das befestigen, dass der Deckel auch im Prinzip wieder genauso bündig abschließt. Das ist uns bis heute aber nicht gelungen, weil wir immer, wenn wir den verwenden würden, hier eine Lücke haben. Wir sind uns also noch nicht sicher, ob es Scharniere gibt, die es ermöglichen, dass der geschlossene Deckel komplett bündig abschließen kann oder nicht. Und sofern wir das nicht finden werden, machen wir die ganz einfache Deckelkonstruktion wie oben im Schlafloch auch, setzen hier also einfache Begrenzer rein, dass der Deckel wirklich auf Press und bündig hier drin sitzt und man auch sicher die Treppe rauf und runter laufen kann. Uns ist einfach erstmal nur wichtig, oder wir sind froh und dankbar, dass wir eine Stufe haben, dass sie Stauraum hat, dass wir schöne Verkleidungen geschaffen haben, auch das Ganze mit dem Grundieren und Streichen. Wir werden natürlich hier auch die Schraublöcher verkleiden, also diese ganzen optischen Sachen, die passieren dann später. Aber die baulichen Arbeiten sind jetzt erstmal abgeschlossen. Wir sind total happy damit. Hoffen, dass euch auch das heutige kleine, knackige Video
gefallen hat. Wenn ja, freuen wir uns natürlich über einen Daumen oder auch ein Abo. Ihr könnt natürlich auch gerne unseren Kanal unterstützen. Dafür haben wir einen kleinen PayPal-Spendenlink eingerichtet. Wenn ja, bedanken wir uns natürlich auch dafür bei euch. Das hilft uns immer sehr. Und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss!